So Leute, ich habe mich heute auf eine kurze Tour geschwungen. Gern so um die 45, 50 Kilometer wären. Aber eigentlich geht es heute um die hier. Beziehungsweise um die Oakley Sutro Light. Ich habe zwei Stück mit. Einmal mit der Road Yade. Einmal mit der normalen Road Gläserfarbe. Und die teste ich heute mal ein bisschen aus, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte online. Und ich dachte, ich mache darüber ein kleines Video. Also, wir sehen uns. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal in ganz ungewohnter Umgebung, und zwar in meiner Küche. Hat den Grund, draußen schneit es wieder. Es ist arschkalt, wirklich arschkalt, minus 12 Grad. Und ich habe mich für ein kleines Review hingesetzt. Zu Hause erstmal zur Verpackung. Das ist so eine recht schlichte Pappverpackung mit so ein paar Oakley-Logos drauf. Da der Schriftzug. Und ansonsten nur, welches Modell das ist. Ja, schauen wir mal rein. Da haben wir dann das Case, das Brillencase für den Oakley. Auch wieder mit Logo. Da drin dann natürlich einmal die Brille. Ein auswechselbares Nasenpad. Und das war's ansonsten. Die Brille kommt in so einer Schutzhülle für die Brille, die auch gleichzeitig als Brillenputztuch fungiert. Da haben wir nur noch einen Schutz und den Bügel drin. Und dann haben wir auch schon die Brille. Mehr ist nicht in der Verpackung. So, die ich gerade ausgepackt habe, das ist die Oakley Sutro S. Das ist aber nicht die einzige, die ich mir geholt habe, weil ich wollte ein bisschen vergleichen, welche passt besser zu mir und welche gefällt mir optisch besser. Das heißt, ich habe einmal die S, dann habe ich die normale Sutro, dann habe ich die Sutro Light. Und weil das eigentlich von Anfang an mein Favorit war, habe ich die Sutro Light nochmal in einem anderen Glas, das Jadeglas. Und was da der Unterschied ist, da komme ich später nochmal dazu. So, und die ganzen Brillen vergleiche ich quasi mit meiner alten POC Aspire Brille. Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, warum brauche ich überhaupt eine neue Brille? Naja, das liegt einerseits daran, ich habe einen riesigen Kratzer auf der Brille. Da, der ist im Sichtfeld, den nimmt man nicht richtig wahr, aber es ist halt immer irgendwie so leicht präsent und mich nervt das halt einfach. Der zweite Grund ist, dass bei der POC Brille, die ich habe, das ist einfach nur ein abdunkelndes Glas. Also wenn man das aufsetzt, ist es einfach nur ein bisschen dunkler, einfach ein bisschen grau. Das hat soweit funktioniert, die letzten ein Jahr hatte ich sie, anderthalb Jahre, aber ich dachte mir dann doch halt mal eine neue. Und außerdem war ich halt mit dem Sitz von der POC nicht so ganz zufrieden. Die hatte man ein bisschen gedrückt hinterm Ohr, weil die Bügel doch recht eng beieinander sind und ab und zu rutschte das auch. Also die Nasenpolster nicht so richtig Halt gegeben und dann ist die Brille immer ein Stück nach vorne gerutscht. Also so viel zu meiner alten Brille. Die ist Geschichte, ich werde sie aber trotzdem behalten. Warum, das erkläre ich euch auch später noch. Aber die lege ich erstmal zur Seite. Wie bin ich überhaupt auf Oakley gekommen? Also einerseits darum, wegen der Optik. Ich fand die richtig cool eigentlich, wie die aussieht und wie ihr anhand der alten ja auch schon gesehen habt. Ich bin nicht so ein Fan von diesen ganzen sportlichen Oakley, also nicht nur Oakley, sondern diesen ganzen sportlichen Radbrillen, die so nach Race aussehen und ich muss jetzt unbedingt ein Rennen fahren und gewinnen und durch die Gegend heizen, sondern ich fand diesen Look halt einfach immer viel cooler. Der sieht halt ein bisschen entspannter aus. Das war eigentlich mit eins meiner Hauptkriterien. Und dann, als ich mich damit beschäftigt habe, halt auch mit der Oakley-Linsentechnologie, dem Prism heißt das ja bei Oakley. Und wenn sich jetzt der ein oder andere vielleicht fragt, so was ist die Prism-Technologie überhaupt, so was hat Oakley da, ist das nur eine Marketing-Technologie? Im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen, das Glas wirkt wie ein Filter, welches halt die unterschiedlichen Lichtstrahlungen halt unterschiedlich durchlässt. Das heißt quasi im Groben, Rot und Blau wird mehr hindurchgelassen als zum Beispiel Grün, was letztendlich daraufhin resultiert, dass es mehr Kontrast im ganzen Bild gibt, dass die Farben ein bisschen mehr rauskommt, dass alles so ein bisschen kräftiger ist. Und das ist quasi das System hinter den Prism-Linsen. Ja, und ich meine, Oakley hat ja viele Brillen im Angebot, da gibt es nicht nur die Sutro, sondern es gibt auch noch verschiedene andere Radbrillen, aber wie ich euch vorhin schon erklärt habe, mein Kriterium war eigentlich, dass ich nicht so eine racige Brille aufhaben möchte, sondern dass ich quasi eine möglichst großflächige haben will, die halt, finde ich persönlich, halt einfach schicker aussieht. Ja, und ansonsten war der Kritikpunkt eigentlich, dass ich früher halt so kleinere Brillen immer auf hatte. Und für mich als Kontaktlinsenträger ist es wichtig, dass die wirklich gut die Augen umschließen und vor Wind schützen. Und da war mein Gedanke halt auch einfach, dass ein größeres Glas es halt einfach besser macht und besser die Augen umschließt und dann weniger Luftverwirbelung halt vorm Auge sind. Ich hatte früher halt ganz viele Probleme mit so Bindehautentzündung oder allgemeine Entzündung im Auge und das kam halt meistens, wenn ich mit Kontaktlinsen gefahren bin und deshalb einfach ein größeres Modell. So, aber kommen wir zu den Unterschieden zwischen den einzelnen. Wir haben einmal die normale Sutro, wir haben die Sutro S und wir haben die Sutro Light. Das ist die normale Sutro
Das ist das Standardmodell, was als allererstes von Oakley rausgebracht wurde. Der Unterschied zur Sutro S ist einfach, dass die S ein bisschen kleiner ist. Es ist nicht ein Jugendmodell, sagt Oakley, sondern es ist einfach eine Zwischengröße. Soweit ich mich erinnere, hat das einfach einen Abstand von 137 mm und die hat einen Abstand von 132 mm. Das ist dann einfach kopfabhängig. Oakley selber sagt, dass das halt für Frauenköpfe ist, wobei man das auch nicht so pauschalisieren kann. Und das einfach für M bis L oder größere Männerköpfe. Bei mir ist es so, ich trage bei meinem Helm eine M. Ich habe einen Kopfumfang von, ich glaube, es waren 55 cm. Und ich habe mich für die größere Sutro entschieden, nicht für die Sutro Light. Einfach, weil ich finde, die sitzt ein bisschen zu schmal auf meinem Kopf. Damit ihr jetzt auch mal den direkten Unterschied seht, ich setze jetzt einfach mal auf. Ich habe extra deshalb mir Kontaktlinsen reingemacht, jetzt, obwohl ich gar keinen Sport mache, damit ich das euch mal zeigen kann. So, das ist die normale Sutro von der Größe her. Also die ist genauso breit wie mein Kopf eigentlich. Die schließt hier schon ab. Und da ist Vergleich die Sutro S. Die ist einfach ein bisschen schmaler. Die, finde ich, schließt hier oben ein bisschen zu wenig ab. Da sitzt sie mir zu weit innen. Hier unten ist es okay, aber rein vom persönlichen Empfinden finde ich die Größe, also die normale Sutro, einfach besser vom Sitz her, von der Größe her und wie sie einfach zu meinem Kopf passt. Ich glaube, das ist, wie gesagt, immer unterschiedlich. Wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, euch im Laden die ganzen zu testen, dann seht ihr das vor Ort. Habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, weil wir sind mitten im, keine Ahnung, 12. Lockdown mittlerweile. Und da geht es einfach nicht drum, habe ich mir die online bestellt. Da kann man das mal ausprobieren. Ja, und der Unterschied zur Sutro Light, wie ihr schon erkennen könnt, die Light hat unten keinen Rahmen. Das heißt, die ist halb rahmenlos, hat also oben einen Rahmen und wird durch dieses Nasending, was man hier so leicht durchsieht, gehalten. Von der Größe her ist die genauso wie die normale Sutro. Also das nimmt sich da überhaupt nichts, das ist wirklich genau gleich. Einziger Unterschied ist, wie gesagt, dass der Rahmen hier unten fehlt. Und was Oakley bei der hier noch eingeführt hat, weil das ein späteres Modell ist, weil das später rausgekommen ist, das hat hier am Bügelinnenrand auch noch so Anti-Rutschmaterial. Oakley selber sagt davon, dass das umso besser hält, je mehr man schwitzt. Ein großer Pluspunkt von der Light ist, dass man, wenn man die aufhat, einfach den Rahmen unten nicht sieht. Also so, da musste ich erstmal zur Tür, weil der Postbote da war. Also die Sutro Light hat einfach ein halb rahmenloses Design, der Rahmen fehlt. Der große Pluspunkt ist dann, wenn man durchguckt, wirklich, dass man hier unten diesen Rahmen nicht am Rand vom Sichtfeld hat. Das geht einfach ineinander über, das von der Brille und dann nach außen. Bei der normalen Sutro ist es so, dass man halt schon diesen Rahmen an der Unterseite immer im Blickfeld hat. Wobei man halt auch dazu sagen muss, dass die Brillen schon so groß sind, dass es wirklich ganz am Rand vom Auge ist. Also dass man das gar nicht so richtig wahrnimmt. Man sieht es halt nur, wenn man den direkten Vergleich zwischen der Light und der normalen Sutro hat. War jetzt mein Empfinden. Als ich dann alle hier hatte, habe ich mich halt für die Sutro Lights entschieden. Die gefallen mir optisch einfach besser und dieses rahmenlose Design unten gibt halt doch nochmal ein bisschen mehr Blickfeld. Deshalb habe ich die Sutro S sowieso aussortiert, weil die mir zu klein ist. Und die normale Sutro auch, obwohl die am Anfang mein eigentlicher Favorit war. Tschüss. So, damit bleiben also noch die Sutro Light Yade Road und die Sutro Light Road. Unterschied hierbei ist einfach nur das Glas. So viele Unterschiede gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Das Grundprinzip ist halt einfach, dass bei der Sutro Light Road, bei dem Glas, da gibt Oakley selber an, dass es 20% Licht durchlässt. Bei der Sutro Road Yade oder Yade Road kommen noch 16% Licht durch. Das heißt, die ist einfach ein bisschen dunkler. Die für bewölkt und die für ein bisschen sonniger, so ein Mix aus Sonne und Wolken. Allgemein kann man sagen, dass beide haben ein leicht rosa abdunkelndes Glas. Wenn man also durchguckt, schauen wir mal, ob die das erkennen kann, wird das halt alles ein bisschen rosa. Das war jetzt das normale Road Glas, das ist das Road Yade. Das ist also ein bisschen dunkler rosa. Bei beiden ist es so, dass der Kontrast verstärkt wird, dass die Farben halt ein bisschen stärker rauskommen und ein bisschen kräftiger sind. Ich habe beide Brillen getestet. Ich bin mit dem Rad eine kleine Runde gefahren. Es war sehr sonnig, die Sonne stand allerdings tief, weil wir haben Anfang Februar und war eigentlich ein guter Test. Für mich war es so, dass die Light Road mit dem ein bisschen rötlicheren Glas, also dem helleren, die Farben auch sehr gut wiedergibt, dass es aber in so sehr sonnigen Bedingungen halt schon sehr hell ist bei der Brille. Bei meinen Augen war es dann zumindest so, dass ich mit dem Jadeglas eindeutig besser zurechtgekommen bin, dass es mehr abgedunkelt hat. Der Blick durch die Brille ist ein bisschen mehr rosa. Allerdings, wenn man die Brillen aufhat und eine Weile damit fährt, also müssen nicht mal 5 Minuten sein, dann hat sich das Auge schon so dran gewöhnt, dass man gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich diesen rosa Blick hat. Andererseits habe ich auch eine kleine Wanderung gemacht, da hatte ich nur die Yade dabei. An dem Tag war es super bewölkt und sehr trüb. Da war es so, dass die
dieses Jadeglas mich eigentlich gut vor den Verhältnissen geschützt hat, weil es von dem ganzen Schnee reflektiert hat. Und sobald man aber in den Wald gekommen ist und dann alles ein bisschen dunkler war und halt die Sonne sowieso nicht geschienen hat, dann war mir die echt zu dunkel. Da wäre dann wahrscheinlich das Roadglas besser. Ja, im sehr sonnigen Bereich und beim Radfahren fand ich die Jade halt eindeutig besser, da die mehr abdunkelt ist. Man hat trotzdem eine super Sicht und die Farben kommen sehr, sehr gut zur Geltung. Und da ist mir dieses normale Roadglas einfach ein bisschen zu wenig abdunkeln dafür, dass die halt nur für mehr oder weniger bewölkte Verhältnisse da ist. Also mein kleines Fazit ist einfach, die Sutro Light ist eine super Brille, genauso wie die normale Sutro oder die Sutro S. Das ist dann wirklich abhängig davon, was man möchte, wie man es am besten empfindet oder von der Größe her besser passt. Ich habe mich letztendlich für eine Light entschieden und wie ihr vielleicht auch raushören könnt, ich habe mich für die Jade entschieden. Die schützen perfekt vor Fahrtwind, es hat einen optimalen Sitz, also dieses Nicht-Rutsch-Material, das hat wirklich einen richtig festen Sitz, also auch wenn ich mit dem Kopf so schüttel, das bleibt dann Ort und Stelle und beim Radfahren hat man dann auch nicht das Gefühl, wenn man mal zur Seite guckt, dass die irgendwie durch einen Windstoß dann vom Kopf gerissen werden kann. Es rutscht nicht, es drückt nicht. Also das hat mich echt überzeugt im Gegensatz zu meiner alten Pockbrille. Also warum habe ich mich für das Jadeglas entschieden? Das liegt einfach daran, dass ich die Jade als bessere Eine-für-alles-Brille quasi empfinde, weil die doch sehr gut abdunkelt, aber nicht zu dunkel ist bei so ein bisschen Mischverhältnissen. Wie gesagt, wenn es so ganz dunkel ist, klar, da muss man sowieso ein anderes Glas anmachen. Es gibt keine Brille, die wirklich alles kann, aber die Jade deckt dann wirklich sehr sonniges Wetter ab, genauso wie halt irgendwie ein Mix aus Sonne und Wolken. Aber wenn es auch bewölkt ist, dann geht die genauso gut. Da hatte ich mit dem normalen Rotglas halt auch mehr Probleme, wenn es so sehr sonnig ist. Das ist dann, also tat nicht weh in den Augen, aber ich hatte einfach mit dem dunkleren Glas ein besseres Gefühl. Außerdem kam hinzu, dass von Anfang an meine persönliche Präferenz einfach dieses grünlich-türkise Glas ist. Wenn man es so sieht, wenn ich doch ab und zu mal Wintersport mache, wie zum Beispiel Langlauf oder auf den Berg gehe, wandern gehe oder Skitouren, dann ist ein dunkleres Glas auf jeden Fall besser, weil das halt auch vor Schneereflexionen schützt. Und ja, deshalb ist meine neue Brille die Oakley Sutro Light mit dem Jadeglas. So, ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen und das hat vielleicht dem einen oder anderen auch weitergebracht. Falls ihr mehr davon sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben oder lasst einen Kommentar da, wie ihr das fandet, was man vielleicht besser machen kann. Ist so als mein erstes Review, habe ich so auch noch nicht gemacht. Sicherlich muss man da das ein oder andere noch optimieren, aber ich versuche da in Zukunft ein bisschen was zu machen. Man sieht sich im nächsten Video und bis später. Ciao, ciao.